Ich glaube, auf einer meiner Missionen habe ich hier irgendwo einen winkenden Mann in der Nähe von Salieris Bar gesehen. Ich bin mir da eigentlich ganz sicher, in Little Italy hatte ich bislang noch keinen Auftrag. Der kann nicht einfach verschwunden sein und steht irgendwo auf der Straße. Der muss sich irgendwo in einer Ecke herumtreiben, wo du richtig mit dem Auto heranfahren musst. Erst dann kannst du ihn sehen. Und ja, da ist er. Den habe ich gemeint, den habe ich gesehen. Ich bin da bestimmt sehr häufig an ihm vorbeigefahren. Jetzt ist er endlich vor uns. Okay, also die Mission hat sich ja gleich mit dem ersten Anruf aufgelöst. Also, es klingeln hier jetzt dann mehrere Telefonzellen und wir haben begrenzte Zeit, um an den Hörer zu gehen und den Hörer abzunehmen. Wenn wir das geschafft haben, werden wir von dieser Telefonzelle aus zu einem neuen Ort geschickt. Da muss dann wieder ein Häuschen stehen und da müssen wir wieder ans Telefon gehen. Ich habe auf meinem Radar keine Markierung. Die Karte gibt mir auch nichts her. Das heißt, wir müssen einerseits immer auf den Text in der Missionsbeschreibung achten und andererseits die richtigen Orte ansteuern. Hier in Chinatown fangen wir eigentlich leicht an. Das ist ein kleiner Bezirk, der ist zwar stark verwinkelt, hat viele Gassen, aber besteht eben nur aus einem Block, also einem Quadrat. Und wir müssen die Zelle eigentlich nur hören. Das müsste eigentlich bei diesem kleinen Gebiet absolut machbar sein, dass wir da mindestens einmal auf das Ding stoßen. Es befindet sich schon mal nicht mitten auf dem großen Platz, aber jetzt können wir es doch bereits hören. Das müsste hier in dieser kleinen Gasse sein. Genau da steht das, verborgen unter Kisten. Das haben wir sofort gefunden, gar kein Problem. Hat überhaupt nichts gebracht, das hier zu verstecken. Die Tunnelausfahrt in Central Island suchen wir als nächstes. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur die Strecke zurückfahren und einmal durch den Giuliano-Tunnel heizen. Wir können ja gleich mal im Tunnel horchen, ob wir das Telefon von da aus schon hören können. Dann ist das nämlich ganz in der Nähe, dann müssen wir nicht viel suchen. Aber ich habe den leisen Verdacht, dass wir nicht einfach durchfahren und es schon vor uns haben werden. Ich fahre dann gleich mal die nächste Nähe vor dem Tunnel ab. Ich glaube, wir müssen gar nicht so weit hinaus, nicht direkt zur Giuliano-Brücke weiter, auch nicht zur Straße hinaus, sondern erst einmal links und rechts vom Hauptweg schauen, steht da ein Häuschen herum, das wir bis jetzt immer übersehen haben, und ist es das vielleicht schon in dieser Mission gewesen? Aber ich finde zumindest mal nichts auf Anhieb, und mein Verdacht ist jetzt zunächst mal, die Zelle steht nicht direkt an der Ausfahrt vor uns, damit wollte man uns hereinlegen. Die ist ganz bestimmt nicht direkt vor dem Tunnel, aber hinter dem Tunnel könnte sie sehr wohl sein. Auch da führen Straßen entlang, die wir mit dem Auto entlangfahren können. Das Telefon ist nicht vor der Ausfahrt, sondern hinter dem Tunnel, auf dem Tunnel. Aber da lassen wir uns nicht beilegen. Wir gehen das jetzt alles trotzdem sehr gründlich ab. Wir haben da viel genug Zeit zum Erkunden. Das finden wir ganz bestimmt ganz lässig. Da kann dieses Telefon noch so versteckt sein. Wir müssen einfach nur die Zelle sehen, einfach nur den Hörer hören und dann heben wir ab. Und da klingelt es direkt, wenn wir erst davor stehen, aber das macht nichts. Gefunden, abnehmen, weiter. Das Pier auf Central Island, also am Wasser. Wir halten uns also ganz in der Nähe, fahren bis ganz an den Rand und ich denke da jetzt gerade an die Mission mit dem Dampfer und dem Stadtrat. Da könnte es sein, auf dem Parkplatz oder vor den Cafés. Wir rasen einfach durch die Passantengasse hindurch, egal ob wir was treffen. Wir haben es sehr eilig, da ist ein wichtiges Gespräch auf dem anderen Ende der Leitung, das wir annehmen müssen. Und ich frage mich gerade, ob diese Zelle hier zugänglich sein wird. Also ob wir sie ganz normal mit dem Auto anfahren können oder ob wir dafür aussteigen können. Das hätte ich jetzt nämlich eher vermutet, als ich das gelesen habe, dass wir hier zu Fuß hin sollen. Zum Beispiel direkt aufs Pier oder irgendwo anders hin. Die Zeit ist hier sehr arg knapp bemessen, da werden wir gerade so ankommen. Die kann also nicht sehr weit weg sein, irgendwo hier. Hier muss es irgendwo klingeln oder in die andere Richtung gehen. Und ich höre es jetzt ganz schwach, wir sind ganz dicht dran. Wir können also wirklich nicht mit dem Auto hin, es steht hier oben auf dem Café in der Ecke. Der Park in Newark, oha. Den kenne ich ebenfalls.
Da habe ich auch schon nach winkenden Männern Ausschau gehalten, ob die hier einen Auftrag für uns haben. Aber da stand leider keiner. Dieser Park liegt direkt vor der Zeppelinbrücke, wo wir den Wolf darüber gebracht haben. Die ist mit dieser Beschreibung auch gemeint. Wir müssen also wieder in die andere Richtung von hier aus zurückfahren. Wir haben dafür wieder etwas mehr Zeit erhalten, aber leider befürchte ich, werden wir diese auch restlos brauchen. Denn wir waren zwar noch nicht im Park, aber er ist sehr lang und kann man sehr lange Spaziergänge drin führen. Da gibt es viele Orte, wo du deinen Hund zum Gassigehen ausführen kannst. Das Telefon könnte unterhalb der Brücke stehen, direkt darunter. Sie kann auch direkt auf dem Park stehen, vor dem Park stehen. Sie kann in so einem kleinen Häuschen stehen, das in der Mitte vom Park steht. Das ist leider alles möglich. Wie gesagt, das hört sich jetzt erst einmal nett an, dass wir ihn besuchen dürfen, dass wir hier herein müssen. Aber das Gebiet kann sehr groß für uns sein, nicht in Bezug auf Telefonzellen. Da werden viele herumstehen. Aber wir können leider nicht an irgendeine gehen. Wir müssen genau die richtige finden, genau zur richtigen gehen. Dafür wird es nur eine geben. Die könnte überall in diesem Park sein. Der gesamte Park liegt unter der Brücke. Die Brücke als Beschreibung selber wird also nicht in erster Linie helfen. Damit wissen wir eigentlich nur, wo wir genauer hin müssen. Aber die Zelle deckt sie für uns leider nicht sofort auf. Die finde ich jetzt eindeutig schwerer zu finden. Ich interpretiere da viel mehr in diese Beschreibung hinein. Entweder stellen wir Blickkontakt mit ihr her, oder wir hören durch Zufall den Hörer. Beides ist immer möglich für uns. Das können wir inzwischen ganz gut, das haben wir jetzt dreimal gemacht. Wir haben Übung darin, wir haben tolle Augen, wir haben ganz gute Ohren. Wir haben ein Gespür für öffentliche Telefonzellen. Ich höre es jetzt tatsächlich ganz in der Nähe. Wir stehen fast auf der Brücke. Ich fahre diese jetzt mal komplett ab, ob es leiser wird oder ob es lauter wird. Es tendiert aber dazu, immer leiser zu werden, je mehr wir auf sie fahren, je mehr wir unter sie fahren, da ist schon gar nichts mehr zu hören. Also das ist schon mal nicht richtig, die Telefonzelle ist in der anderen Richtung, die vor dem Krankenhaus kann es nicht sein, die ist zu weit weg, aber wir können sie trotzdem mal ansteuern, vielleicht wird es da aufgeklärt. Ach, da ist sie ja, in einem Haus am Park zwischen zwei Büschen, ja da habe ich nicht hingeschaut, aber jetzt ist sie sichtbar, jetzt ist sie dran, jetzt gehen wir ran. Kirche in Oakwood, die kennen wir auch. Das ist nicht die, in der wir den Priester getroffen haben, aber wir kennen die Gegend schon. Die Kirche steht nämlich über dem Kreisverkehr. Wir haben ja drei Ausfahrten und die vierte Richtung, die wir nicht haben, da führen zwei Treppen hoch und über den Treppen ist die Kirche. Da gibt es jetzt aber ein ganz klares Problem für mich, denn ich bin diesen Bereich auch schon ein paar Mal in diesem Spiel abgefahren. Meistens um den Trautenberg abzuholen, den wir für den Banküberfall brauchen werden. Da kürze ich gerne mal den Weg ab und springe mit meinem Auto über die Treppen. Ich benutze die Stufen dann als Sprungschanze, da habe ich einen kleinen Flug drin, das ist ganz lustig. Aber eine Telefonzelle habe ich dort tatsächlich noch nie stehen sehen und das verwirrt mich jetzt gerade. Ich bin mir ganz sicher, da steht nichts. Da interpretiere ich jetzt auch wieder zu viel hinein, wo sie wirklich sein könnte. Am Kreisverkehr waren wir ja schon, da kann sie schon mal nicht sein. Da steht ja der Baum mit der Bombe, die wir deaktivieren müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch eine Zelle war. Zwei Aufträge auf einmal, das wäre sehr ungewöhnlich. Mit viel Pech müssen wir einfach die ganzen Ausfahrten am Kreisverkehr nehmen. Schauen, ob wir dort etwas Verdächtiges finden, aber direkt vor der Kirche meine ich, das habe ich dort noch nie gesehen. Wir werden das ja sowieso alles gleich näher betrachten, da kommen wir sowieso vorbei. Einen anderen Weg nehmen wir hier gerade nicht, da wollen wir hin, das wollen wir überprüfen. Uns wurde gesagt, da ist eine, notfalls stellen wir selbst eine rein. Aber wie gesagt, ich bezweifle jetzt so gerade, dass wir sie auf Anhieb finden werden. Wir kommen an so vielen Zellen vorbei, die ganze Stadt ist voll davon. Das kann noch sehr lange dauern und das ist einfach sehr weit, was wir hier abstecken. Wir sind jetzt genau vor der Kirche und wir fahren jetzt einfach mal rauf, gehen der Sache auf der Spur und ich fasse es nicht, also es klingelt hier. Das glaube ich jetzt echt nicht, aber ich sehe sie nicht. Siehst du was? Wir gehen einmal um die Kirche herum, aber da ist nichts aufzufinden, also ich sehe die Zelle nicht. Und wir sind gerade reingeflogen, wir hätten gesehen, wenn da eine Zelle auf dem Friedhof gewesen wäre.
Und überhaupt, wir würden deine Telefonzelle auf einen Friedhof stellen, also. Aber je weiter wir weggehen, desto leiser wird es wieder. Die muss hier irgendwo sein bei der Kirche, aber noch ist sie unsichtbar. Wir steigen jetzt einfach mal aus, weil die Zeit wird knapp und wir rennen die Kirche jetzt einfach ab. Am Zaun wird es ganz, ganz leise, da scheint sie überhaupt nicht zu sein. Also irgendwo bei den Grabsteinen muss die stehen. Ganz klein, einfach hinter den Grabstein gestellt, nicht für uns zu sehen, ganz gemein reingebaut. Hat mehr was von einem Wecker gehabt, also viel Spaß, wer auch immer da rangeht. Er scheint doch telefonieren zu können. Ich bin so Zombie. Wir fahren jetzt noch zur Belohnung. Das Auto wurde dieses Mal nicht vor den Ort gestellt. Das steht am Parkplatz vor dem Tennisplatz, auch leicht anzusteuern. Und ich glaube, die Entwickler hatten echt Spaß bei dieser Mission und haben nichts mehr auf die Größenverhältnisse gegeben. Die eine Bombe machen sie richtig groß und diese Telefonzelle einfach ganz, ganz klein. Da scheinen sie richtig Freude daran gehabt zu haben. Das tut so einem Spiel echt gut. Jetzt mal ehrlich, es hätte auch so ein ganz stumpfes Mafia sein können. Also diese freie Fahrt extrem hätte jetzt nur aus so ätzenden Aufgaben wie diesem LKW bestehen können, wo man uns einfach nur ärgern möchte. Aber hier passiert wirklich abgefahrenes Zeug. Das ist vollkommen losgelöst von der sonst ansonsten ernsten Geschichte, die wir gehabt haben. Da sind Aliens drin, da ist ein Seemonster drin, da sind Sprungschanzen drin, Zeppelins, wo sie wollen. Das ist doch mal ein ganz anderes Bild, das ich hier von diesem Spiel gewinne. So soll das sein. Das habe ich ganz wenig gesehen. Das ist ganz, ganz toll.